Überraschung. Ja, du. Hm? Ich muss dir was sagen. Später. Ralf. Hm? Was ist denn das? Dein Mann? Hat Philipp die daran gemacht? Die neuen Messgeräte sind arschteuer. Ich denke, er wollte sich einfach gegen Diebstahl absichern. Ist ja nachvollziehbar. Hat er das jetzt gesehen, nee. Meinst du? Ja, warte ich schon mal. Hoffentlich geht das hier nur direkt auf die Festplatte. Wie alle Daten. Direkt auf seinen Schreibtisch. Philipp ist noch unterwegs. Ich glaube nicht, dass er das jetzt sieht. Anka! Anka! Dann lösche ich diese Aufnahme einfach von seinem Rechner. Vielleicht ist es gut so, dass Philipp endlich Bescheid weiß über uns. Wir sind frei, kein Versteckspiel. Nein! Darauf läuft es doch sowieso hinaus. Du musst es ihm sagen. Wir lieben uns. Ralf. Ich liebe dich nicht. Franka, wir beide, du und ich. Deswegen bin ich doch überhaupt hier hochgekommen, um dir das zu sagen. Das mit uns beiden, das war ein Riesenfehler. Was soll das jetzt? Schau, ich habe halt jemanden gebraucht zum Reden. Ja, vielleicht auch, um Philipp zu verletzen. Aber ich liebe ihn. Du hast doch selbst gesagt, dass dir was fehlt bei ihm, mit ihm. Er ist mein Mann. Dass er nur die Arbeit kennt, dass er dich nicht versteht, dass er dich vernachlässigt. Ich liebe dich. Ich will ihn nicht verlieren. Und was ist mit mir? Soll ich jetzt zusehen bei eurem Glück? Niemals. Es tut mir leid. Ich steig aus. Dann packe ich meine Sachen. Welche Sachen meinst denn du? Unsere neuen Messgeräte. Philipp hat mich seit 2 Monaten nicht bezahlt. Es ist zu Ende. Dann ganz und gar. Frank. Jetzt beeilt euch mal ein bisschen, sonst kommt ihr zu spät zur Schule. Am letzten Tag vor den Ferien ist eh nichts los. Oh, keine Ausreden. Auf geht's. Willst du auch noch ein bisschen Kaffee? Was ist los? Gar nichts. Ich fahre jetzt zur Schule, ja? Okay. Habt ihr aber Glück. Auf geht's, Hugo.
doch ab. Guten Morgen. Ja, zu einem guten Morgen gehört guter Kaffee. Und den gibt's hier nicht. Den gab's hier noch nie. Und deshalb machst du jetzt aus der Kaffeemaschine einen Toaster? Pass mal auf, ich repariere und justiere hier, mein Freund. Ja, also stör mich nicht. Verdammt. Ja, zu viel Kaffee ist eh ungesund. Vielleicht kann Tobias eine ausrangierte Maschine aus dem Hotel mitnehmen. Wo ist er eigentlich? Sein Auto steht gar nicht vor der Tür. Ja, weil er nicht da ist. Er hat sich abgemeldet. Der wollte den ganzen Papierkram hier erledigen. Ja, Papierkram ist gut. Was meinst du, warum ich schon hier bin? Weil du keine Frau im Leben hast. Warum erzählt Tobias mir was anderes als dir? Meinst du, er verschweigt uns irgendwas? Naja, sieht so aus. Ist echt besser als Schule. So viel steht fest. Wohin gehen wir? Ich wollte heute mal mit euch alleine sein. Warum? Überraschung. Das sage ich euch oben, okay? Hilfe! Die Bergrettung Ramsau. Ja. Seil ist am Haken, Taxometer läuft, von mir aus können wir los. Tobias? Der hat frei oder keine Zeit oder so. Apropos oder so. Wisst ihr ausnahmsweise mal, wo es hingeht? Jo. Ich habe ein geordnetes Handy, einen Lageplan und Geokoordinaten für dich, mein Freund. Hä? Ist das was? Okay, wir können starten. Alles klar. Die tun so, als würde das Spaß machen. Alles Verrückte. Seht ihr das? Da hinten schlägt das Wetter um. Das kommt so schnell, wie es geht. Da ist aber gar nicht so angekündigt. Seit wann können die Typen vom Wetter das Wetter vorhersagen? Lukas, für dich? Mit einer extra Portion Pastrami? Super, wow. Mit. Danke. Ich hab noch was für euch. Hugo! Hugo! Ausnahmsweise. Das muss ja die Mama nicht unbedingt wissen. Die Mama weiß ja nicht mal, dass wir heute wirklich die Schule schwänzen. Am letzten Tag vor den großen Ferien ist es absolut okay.
Aber es bleibt erstmal unter uns, okay? Ganz schön viele Geheimnisse für einen spontanen Spaziergang hier draußen, Tobi. Okay, also so spontan ist es gar nicht, habt ihr recht. Ja, also ich wollte mal mit euch alleine was besprechen. So, in aller Ruhe. Jetzt kommt's. Was Schlimmes? Nein, nein. Das heißt, das entscheidet natürlich ihr. Was willst du uns sagen, Tobi? Das sind meine Jungs. Jetzt gilt's. Ja klar, natürlich. Okay. 7 tief. Korrektur 10 Grad. 6 tief. Andreas, der Baum hält nicht mehr lange. Bring mich näher ran. Heilung, Michi. Hallo! Was ist los, Katharina? Bist du eingeschlafen? Ja. Tief 3. Schub vor 1. Tiefer, Michi, tiefer! Zwei tief! Katharina, aufwachen! Du bist doch zu weit weg! Tief 1! Oh. 30 cm tiefer! Stopp! Michi, stopp! Position halten, Michi! Na bitte. Hi. Andreas Marthaler, Beckert und Ramsau. Herr Franka Meinert. Sind Sie verletzt? Mein Arm aber ist so schlimm. Ich lege Ihnen jetzt sowas wie eine Windel um. Ja. Dass Sie runterfallen können, ja? Ja. Fest an. Gut. Ja. Den Hintern hoch. Okay. Ja. Oberkörper hoch. Stopp. Langsam. Sind Sie ganz allein hier oben? Keiner mit dabei. Nur all die Abkürzung nehmen. Keine gute Idee, hm? Langsam aufrichten. Ja. Langsam. Bisschen nach oben gehen. Michael, und hoch. Aye, aye, Cap. Entweder du kriegst das Ding unten gelöst oder ich muss euch ausklinken. Gar nicht hilfreich. Überhaupt nicht hilfreich. Warum? Ich will ihn wütend machen. Das hilft eigentlich immer, oder? Oh.
Na bitte. Lang genug hat es dauert, oder? Und Ja-Wort und so? Ja. Eure Mom, also die Emily und ich. Wir sind jetzt schon länger ein Paar. Ja, und da habe ich mir gedacht, dass das vielleicht, Du hast Mama also noch nicht gefragt. Kein Wort gesagt. Nein, nein, die weiß von nichts. Ich wollte erst mal euch fragen, wie ihr das so findet, weil wir wären ja dann, eine Familie. Das ist ja super, Tobias. Da wird sich die Mama riesig freuen, echt. Ja, glaubst du? Ja, aber klar. So wie wir. Komm mal her. Also, wann fragst du sie? Wir fahren morgen in die Ferienfreizeit, du Genie. Mama und Tobias sind also 2 Wochen allein. Und sturmfreie Bude. Ja. Vielen Dank. Ich weiß, das war nicht immer einfach für euch, nachdem euer Vater gestorben ist. Wir haben jetzt dich, oder? Ihr seid wirklich die Besten. Ehrlich. Wir sind deine Familie, Tobi. Das Wetter sieht ja gar nicht mehr gut aus. Ich glaube, wir müssen echt runter. Aber du hast doch gesagt, es wird ein schöner Tag. Ja, ja, schon, aber... Auf dem Berg ändert sich das so schnell, weißt? Überhaupt, ihr sollst ja nicht mit nassen Klamotten aus der Schule kommen. Hugo! Ich kann Sie den Arm bewegen? Okay. Sieht gut aus. Okay. Danke. Ich habe ihn. Ach, super. Du wolltest mich sprechen. Falsch. Du wolltest sie sprechen. Da ist nichts. Wir reinigen das. Schön schmerzhaft, falls ich nochmal darum bitten muss. Ich mag das Resolute an ihr. Finde ich irgendwie sexy. Ja. Hinsetzen. Oh, ja. Hat was. High five. So. Kann ich jetzt gehen? Ja, ihr Mann kann sie leider nicht abholen, sagt die Stationshilfe. Hast du meinen Mann angerufen? Ja, das ist ein ganz normales Prozedere. Wir rufen die Angehörigen an, ja? Wir müssen noch die Formalitäten erledigen. Oh, nicht jetzt. Sie haben ja meinen Namen und die Adresse. Vielen Dank. Hier ein bisschen auf, ja? Langsam. Das schafft man noch vom Regen, komm. Hugo, Hugo, mein Fuß! Ja. Tobias! Tobias! Es ist alles in Ordnung. Und bei euch? Ja. Scheiße. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Aber ihr bleibt da, okay? Aber du hast gesagt, wir müssen uns wegen dem Wetter beeilen. Es dauert nicht lang. Ich bin gleich da. Aber ihr wartet. Abgemacht? Alles klar, abgemacht. Super. Okay.
Was tust du da? Was interessiert dich das noch? Philipp, bitte. Können wir reden? Nein, keine Zeit. Ich weiß ja nicht, was du da gesehen hast, aber es ist... Das Ende unserer Ehe habe ich gesehen. Nein! Komm, geh mir aus dem Weg. Es ist doch alles ganz anders. Ja, natürlich ist alles ganz anders! Ab jetzt auf jeden Fall! Was soll das werden? Soll es jetzt irgendwie Zeit für ihn rausschinden, oder was? Zeit rausschinden für Ralf? Wieso? Dein Liebhaber baut gerade meine Messgeräte aus der neuen Station aus. Aber nur die, weil die nämlich teuer sind. Glaubst du eigentlich, ich bin blöd, oder was? Ralf bedient sich wirklich auf ganzer Linie. Da wirst du jetzt raufsteigen. Die Drecksau halte ich auf. Ich will mein Eigentum zurück. Gut. Und ich komme mit. Nein. Philipp, diese Messgeräte haben wir von meinem Geld gekauft, oder? Mein Erbe, mein Haus haben wir dafür verpfändet. Natürlich komme ich mit. Der braucht ja ewig. Es wird immer schlimmer. Komm, wir stellen uns unter. Hey, was macht ihr denn da? Ihr müsst sofort weg hier. Danke, wir kommen schon zurecht. Ihr könnt auf keinen Fall hierbleiben. Das Wetter kann lebensgefährlich sein. Wir haben es versprochen, wir warten auf jemanden. Auf wen denn? Auf unseren Vater. Es regnet doch nur. Nee, es wird noch ein bisschen mehr als nur Regen. Wo wollen Sie das wissen? Der Meteorologe. Ich kenne mich ein bisschen aus mit dem Wetter. Warte mal meine Karte. Komm mal, glaub mir das. Ah! Hugo! Tu den Hund weg! Tut mir leid! Ja, mir tut's weh! Scheiße! Wir gehen den Weg ins Tal! Wie ins Tal? Ja, wo wollen Sie denn hin? Wir steigen gemeinsam auf. Okay? Sind Sie irre? Rein in das Scheißwetter? Ich kenne mich hier aus. Wir haben da oben eine neue Wettermessstation. Ja, da können wir uns unterstellen. Die Lage ist ernst. Glaub mir das. Ich bin halt. Okay? Komm! Los! Ich schneide ihn den Weg ab. Meine Wetterdaten sagen, er muss sich beeilen. Da oben braut sich was zusammen. Du könntest doch hier auf ihn warten. Wir. Es gibt kein Wir mehr, Franka. Ich begreife auch gar nicht, was du hier willst. Glaubst du vielleicht, ich tue deinem Lover was an, oder was? Ralf ist nicht mein Lover. Naja, und die Erde ist eine Scheibe. Das ist doch lächerlich. Du wirst mir schon noch zuhören. Lukas! Anna! Lukas! Anna!
rein. Hoffentlich hört es bald auf. Gar nicht mehr auf zu bluten. Tut mir wirklich echt leid, Mann. Hugo ist eigentlich harmlos. Ja, tut sowas sonst nicht. Nein, Hugo! Was machst du? Ich bin jetzt schon zurück. Versprochen, Lukas. Wenn die Meteorologe sind, hätten sie den Scheiß doch lange vorher wissen müssen. Hab ich doch. Also ich war auf dem Weg ins Tal, ich werde dem Wetter noch entkommen. Ihr wart das Problem. Habt ihr Verbandszeug da oder so? Seht ihr das? Da hinten geht's weiter. Was ist denn jetzt? Lukas! Oh. Lukas! Oh. Lukas! Hanna! Andreas, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir Gefallen tun? Kannst du bitte kommen? Aber nur du bitte. Sag keinem was. Ja, niemandem. Lukas, ist dir was passiert? Gott, dein Arm. Ich glaube, mir wird schlecht. Setz dich hin. Oder besser, leg dich hin. Wo willst du denn hin? Jetzt warte doch mal. Hast du tatsächlich Angst um deinen Romeo, hä? Ich tue ihm nichts. Ich will nur meine Geräte. Ja, siehst du, das ist alles, was dir wichtig ist. Deine Geräte und das Scheißwetter. Und ich bin an einem schuld, hm? Du machst es dir so einfach. Hast du ihn gevögelt? Was ist nur aus uns geworden? Das kann ich dir sagen. Aus mir ein gehörnter Ehemann und aus dir ein mieses Flittchen.
gar nicht mehr wahrgenommen. Es gab nur noch die Arbeit. Nur die Arbeit ist übrig, oder? Nein, Philipp. Ja, ich war da oben bei Ralf. Aber um es zu beenden. Es war ein Fehler. Und? Nichts. Den Weg hier haben sie nicht genommen, sonst wären sie mir entgegengekommen. Scheiße! Sag mal, was ist hier eigentlich los? Warum waren die Kinder mit dir unterwegs und nicht in der Schule? Wir haben einen Ausflug gemacht. Das ist die offizielle Variante. Hier ist die Antwort für deinen besten Kumpel. Ich will einfach alles richtig machen, okay? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber richtig sieht anders aus. Ich will Emily heiraten. Ich wollte erst die Kinder fragen, wie die das finden, bevor ich sie frage. Verstehst du das? Ich will ihr Vater werden und brauche nicht mal einen Tag, um vollkommen zu versagen. Hör zu. Erstens ist der Tag noch nicht vorbei. Und zweitens, wir finden die beiden. Komm, auf geht's. Diana, dass du hier runterkommst. Jetzt sitzen wir beide hier. Ralf! Wir brauchen was zum Schienen! Hanna! Lukas! Ach, Kinder! Ja, das ist doch wirklich gar nichts aus, oder? Fang! Wirf mal eine Taschenlampe hoch! Ich hol Hilfe! Jetzt mach mal 2 Minuten keinen Scheiß, okay? So, warte mal. Hier sollten wir auf dich warten, richtig? Ja. Aber die laufen nämlich hoch ins schlechte Wetter. Alles oberhalb scheidet aus. Gibt's nicht mehr so viele Möglichkeiten. Die sind runter. Ja, das wissen wir, weil wir die Karte in der Hand halten. Aber Hanna und Lukas hatten keine Karte. Das heißt, sie können sich irgendwo hier verirrt haben. Ja. Hugo! Hugo! Warte. Das sind die Kinder! Warte. Tobias, Heiratsantrag hin oder her. Wir brauchen Verstärkung. Wir rufen die Kollegen. Okay? Ralf, was war das? Was ist los? Nichts, alles gut. Komme. Ihr habt aber keinem was davon gesagt, oder? Warum fragst du?
Ich will nicht, dass Emily sich unnötig Sorgen macht. Die Kinder haben bestimmt mal... Ey, du hast Emily nichts davon gesagt? Sag mal, bist du irre? Was ist denn los? Ich hab Scheiße gebaut, Katharina. Emily weiß nicht, dass wir hier sind. Die denkt, die Kinder sind in der Schule. Was das denn? Das ist doch jetzt sowas von scheißegal. Ich will die Kinder finden. Und ich will, dass alles wieder gut wird. Red mit Emily. Ja? Übrigens, wir haben den Hund gesichtet. Flieg mal hoch und such den. Wie? Und sammel den Hund ein? Ja, wer weiß. Vielleicht ist alles halb so wild und ruckzuck ist die Sache erledigt. Na gut, wer kommt mit? Ich. Okay, die Kotztüten sind aber alle. Du reißt dich zusammen, ja? Hey, hey. Wartet mal. Ich hab was gefunden. Alf Trenbacher. Meinert Wetterforschung. Was? Wir haben heute Morgen eine Frau aus der Wand gezogen. Eine Frau Meinert, gar nicht unweit von hier. Ja, und? Die behauptet, sie wäre allein unterwegs. Aber vielleicht weiß sie das gar nicht. Und dieser Ralf Trenbacher hat die Kinder gesehen. Die Karte ist mir gerade sowas von scheißegal. Das bringt überhaupt nichts. Und die Karte lag noch nicht lange da, sonst sähe die anders aus. Mailbox. Und wegen der Karte willst du mich jetzt hier im Stich lassen, oder was? Ich muss mit der Frau Meinert und dem Herrn Trenbacher reden. Das dauert zu lange, das bringt überhaupt nichts. Tobias. Du bleibst jetzt genau hier und suchst mit mir hier jeden Millimeter ab. Tobias, es ist kein Zufall, dass wir die Karte da gefunden haben und die Frau da drüben irgendwo abgestürzt ist, okay? Ich steig ab ins Tal. Das ist absoluter Schwachsinn! Hey, hey, Tobias, wir gehen zusammen weiter. Frau Hofer, was tun Sie denn hier? Ich wollte meine Kinder abholen, aber... Lukas und Hannah sind heute nicht zur Schule gekommen. Was? Die haben geschwänzt? Sagen Sie es mir. Was ist das? Entschuldigungen, um von Unterricht fernzubleiben. Die habe ich nicht unterschrieben. Sie nicht, aber Herr Herbrechter. Tobias. Ihr Lebenspartner, nicht wahr? Erntehelfer? Das ist ja durchaus ein Grund. Und nur einen Tag, da war das völlig in Ordnung. Verstehe. Und um ehrlich zu sein, vor den Ferien machte ich keine wirklich Gedanken. Ja, nein, Entschuldigung, das ist mein Fehler, ist ja alles in Ordnung. Ja, tut mir leid, dann schöne Ferien. Danke, Ihnen auch. Tschüss. Tobias, ruf mich an. Tobias, lass uns eine Pause machen. Ich kann nicht mehr. Was, ich soll eine Pause machen? Ja. Das ist hier keine Scheißübung, ja? Hier geht's um meine Kinder. Hier geht's um meine Familie, also auf jetzt. Ja, das weiß ich und ist auch meine Familie schon vergessen. Die Kinder sind weg! Verstehst du das? Und wenn ich die Kinder nicht bald finde, ja, dann dreh ich durch! Hanna! Wo seid ihr? Und du willst, dass ich eine Pause mache? Ich mach keine Pause! Ganz ruhig, Bro. Oh. Ja. Thank you.
Angst. Wenn den Kindern was passiert, dann weiß ich nicht, was ich mache. Dann will ich alles. Wirklich alles. Toni, Meinertz und die Meinert-Wetterforschung sind ein und dieselbe Adresse. Das heißt, das Ding ist gar keine große Firma oder irgendein großes Institut, sondern ein Mietshaus. Ja, und was ist mit diesem Trembacher, der Typ mit der Visitenkarte? Trembacher wohnt auch hier. Wohnung drunter oder drüber. Und bei dir? Ja, der Hund ist irgendwo irgendwie abgeschmiert, aber der lacht schon wieder. Der wird's überleben. Okay, das ist gut. Sind die Kollegen schon eingetroffen? Ja, das kann man wohl sagen. Ich musste gar nicht großartig trommeln. Sind alle da. Sieht hier aus wie beim Großeinsatz. Dann übernimm du die Leitung, ja? Was? Und was ist mit Tobias? Ich glaube, Tobias hat im Moment keinen klaren Blick auf die Sache. Übernimm du das. Okay, verstanden. Also, alles mal herhören. Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Okay. Vierergruppen. Funkgeräte auf Kanal 3. Wir suchen Hanna Hofer, 14 Jahre, und Lukas Hofer, 13 Jahre. Viel Glück, auf geht's. Anna! Schau mal. Mit den Dingern kannst du seinen Arm schienen. Okay? Pass auf. Wir müssen hier raus. Du tapest die Dinger einfach an seinen Unterarm. Wir müssen hier raus. Zuerst die Wunde. Ich kann sowas nicht. Doch, das schaffst du. Pass auf, du ziehst den Arm vorsichtig auseinander. Was? Okay, und dann lässt du wieder los. Das schaffst du. Hey, ihr habt gesagt, euer Vater ist Bergretter. Also finden Sie uns. Er ist nicht unser Vater. Lukas, was denn? Warum stecken wir denn in der Scheiße? Nur seinetwegen. Tobias wird uns finden, Lukas. Ja? Sicher? Was, wenn ihn das Gewitter erwischt hat? Hör auf. Tobias hat kein Versteck, so wie wir. Und er ist der Einzige, der weiß, dass wir irgendwo hier draußen sind. Tobias kennt sich aus hier draußen. Der holt Hilfe. Ihm geht's gut. Ihm geht's gut? Mein Arm ist gebrochen, Mann. Jetzt hört endlich auf da unten. Jetzt sei endlich ruhig. Tja, ich wäre überhaupt nicht hier ohne Tobias. Hör auf. Und du auch nicht. Keine Angst, das ist ganz normal, das sind die Schmerzen. Was? Du tust ihm wahrscheinlich einen großen Gefallen, wenn du jetzt deinen Arm versorgst, Hanna. Bevor Lukas was mitkriegt. Ich kann nicht auch noch runter zu euch. Hanna, bitte mach, was ich dir sage, damit ich euch rausholen kann. Wer sind Sie denn? Wen haben Sie denn erwartet? Ralf, mein Bruder. Was wollen Sie? Andreas Martha, der Bergrettung Ramsau. Bergrettung? Ist Ralf da oben was passiert? Das heißt, Ihr Bruder ist da oben in den Bergen? Seine Ausrüstung ist weg. Zum Klettern, das ganze Zeug. Er ist oft da draußen wegen der Forschung.
Wetterforschung. Ja, total sexy und spannend, oder? X kleine Messstationen, Flip-Tälern haben die da oben aufgestellt. Die? Meine Wetterforschung, das sind nur Philipp und Ralf im Team. Und wo sind die jetzt? Ist ja nicht so, dass mein Bruder mir ständig sein hochspannendes Leben erklärt. Was hat er bloß ausgefressen? Wieso ausgefressen? Wie kommen Sie darauf? Philipp ist heute auch reingeplatzt. Ähnlich wie Sie, ziemlich aufgeregt. Und er wollte auch wissen, wo Ihr Bruder ist? Dieselben Fragen. Wo er lang ist, was er genau vorhat, seine geplante Route, bla bla bla. Woher soll ich das wissen? Wir wohnen hier nur zusammen. Diese x kleinen Messstationen, wissen Sie, wo die stehen? Das fragen Sie am besten die Meinerts. Das ist deren Projekt. Es ist schwierig, weil die Meinerts sind verschwunden. Weder Philipp noch Franke sind da. Wer ist denn nun in Gefahr? Mein Bruder oder seine Geliebte? Oder Philipp? Moment, stopp. Zurückspulen. Ihr Bruder und seine Geliebte? Franke und Ralf? Ups. Dickes Ups. Toni, Ralf Trembacher war in den Bergen. Und mit ihm vielleicht auch die Kinder. Weißt du, wo der Typ hin wollte oder was er vorhatte? Ja, Franka Meinert weiß es vielleicht. Was? Die Franka Meinert, die wir heute aus dem Berg gepult haben? Ja, ganz genau. Und die steht irgendwie im Zusammenhang mit Ralf Trembacher. Ja, dann frag diesen Philipp Meinert oder Franka Meinert. Ja, das mache ich, Toni. Gute Idee. Ich klopf nochmal an. Wow. Hallo? Scheiße, die Verbindung ist abgebrochen. Wir fliegen hier längst außerhalb der Parameter, Chef. Ja gut, dann kehr halt um. Juhu. Ich mach's kurz, das eben, das war eine Verschüttung. Was? Ja, wir kommen nicht raus, wir sind verschüttet. Aber die gute Nachricht, sie suchen euch. Los, zieh mich hoch! Nein, jetzt hörst du mir zu. Franka! Ja, ich habe mich auf Ralf eingelassen. Und ich habe auch mit ihm geschlafen. Das will ich gar nicht wissen! Okay, dann lass ich dich jetzt fallen. Du hast mich doch schon längst fallen gelassen. Verstehst du nicht? Ich will doch nur wissen, ob wir noch eine Chance haben. Was? Bitte sag's mir. Du willst wissen, ob wir eine Chance haben, das willst du wissen. In guten und in schlechten Zeiten. Das sind die schlechten Zeiten, mehr ist das nicht. Dass ich dich so verletzt habe, das zeigt mir, dass du mich noch liebst. Das Unglück damals am Berg, das hat alles verändert. Ja, weil du immer noch dir die Schuld gibst. Aber das stimmt nicht. Es war das Wetter. Das Wetter, das Wetter. Ich werde das Wetter besiegen. Ich muss es. Dieses Wetterprojekt von dir, da zerstörst du noch alles. Vor allem uns. Hallo!
ist das? Philipp und Axel. Philipps Bruder. Philipp? Axel. Ist in den Bergen umgekommen. Ausgerechnet das Wetter war damals anders vorhergesagt. Er wurde vom Blitz erschlagen. Philipp und Franka waren dabei. Die Geschichte im Rüdiger-Massiv vor 4 Jahren? Sie waren dort. Nein, aber ich habe davon gehört. Philipp. Ja. Wer ist das? Mein Bruder. Was tut er da? Wissen Sie, wo das sein könnte? Draußen in den Bergen, einer der Messstationen, nehme ich an. Jetzt ein bisschen genauer? Nein, ist das so wichtig? Ich bin auf der Suche nach 2 Kindern, die wahrscheinlich mit ihrem Bruder unterwegs sind. Die Meinerts sind verschwunden. Muss ich Ihre Frage wirklich beantworten, ob das wichtig ist? Ja, ist es. Okay, vielleicht hat mein Bruder ja wirklich was angestellt. Ralf war sauer auf Philipp eine ganze Weile schon. Und warum? Ralf ist Philipps Angestellter, aber Philipp hat das verbliebene Geld lieber in die neue Technik gesteckt und meinen Bruder nicht bezahlt. Seit Monaten. Seit Monaten. Ihr Bruder holt sich seinen Pfand. Meinert sieht es, kriegt es mit, sieht rot und verfolgt ihren Bruder. Die Frage ist, wo? Das Gebiet ist zu groß für eine systematische Suche. Sie geben auf? Sie suchen ihn also nicht? Hören Sie nicht zu? Wir finden die Meinerts und damit ihren Bruder. Und dann hoffentlich auch die Kinder. Aber das ist doch nicht weniger aussichtslos. Sie sind zu pessimistisch. Wir haben nie drüber geredet. Über Axels Tod. Ob das richtig ist, was wir hier tun. Was soll an dem Wetterprojekt so falsch sein? Es funktioniert endlich. Ja, was daran falsch ist? Schau uns doch mal an. Das Geld, die Zeit, dieser ganze Wahnsinn. Davon wird er nicht wieder lebendig. Es stirbt nur noch mehr. Du gibst mir die Schuld, ja? Ralf. Ist deine Entscheidung. Du weißt, wo wir hier sind, oder? Hier hast du mich gefragt. Vor 5 Jahren, 3 Monaten, 6 Tagen. Ob ich deine Frau werden will. Du hast es sogar in den Stein gemeißelt. Ja. Das war lange, bevor du Ralf gevögelt hast. Ich will deine Frau sein. Da bist du wieder. Und? Gibt's was Neues von Toni? Die suchen noch. Also nix. Andreas? Was soll ich denn der Emily sagen? Was denn? Die Wahrheit. Und hör auf, dir die Schuld zu geben. Du hast keine Schuld. Hanna? Schaut mal, ob das passt. Passt für was?
was? Für den Fuß. Klettern müsst ihr so viel wie möglich selbst. Aber ein Fuß bleibt in der Schlinge, okay? Und dann? Hör zu, Fuß in die Schlinge, klettern, ich ziehe euch hoch zur Unterstützung. Ist ganz einfach. Ja? Du zuerst. Spinnst du? Beim letzten Sturz habe ich mir den Arm gebrochen. Nein, du zuerst. Macht schon, bitte. Mir ist schwindelig, Hannah. Jetzt mach schon. Ich will ja endlich raus. Tobias, wo sind Hannah und Lukas? Ich war mit den beiden auf dem Berg. Ja, aber die hatten doch Schule. Ich meine, wieso, was machst du? Es gab ein Unwetter. Das war nicht vorherzusehen. Wo sind meine Kinder? Ich finde Hannah und Lukas. Die Bergrettung sucht sie. Wir alle. Emily, bitte, ich... Jetzt sag schon, wo die beiden sind! Emily, ich... Du warst mit den beiden da oben, ohne mir was zu sagen? War da nichts dabei? Da war nichts dabei! Ich hab meinen Mann an den Berg verloren, ja? Hier haben unsere Familie ist zerstört worden. Und du gehst heimlich mit denen auf den Berg und sagst, da war nichts dabei? Wo sind die Kinder? Wenn du das nicht verstehst, dann... Dann, Andreas, du, ihr habt einen Einsatz. Ihr habt die Bergrettung, hat einen Einsatz. Und du bist Leiter der Bergrettung. Ihr sucht die Kinder. Wie Tobias schon gesagt hat. Das ist mir scheißegal, was Tobias gesagt hat. Ihr sucht jetzt die Kinder und ich komm mit. Emily, warte, bitte, hör zu. Wir regen uns jetzt alle wieder ab, okay? Bitte, beruhig dich. Wir finden Hannah und Lukas. Versprochen. Ach, ja. Ich kümmere mich um Emily. Komm, Lukas! Komm! Scheiße.
Ich hab's gewusst! Alles, was irgendwie Wert hat, ist weg! Komm, lass uns umkehren, das ist doch das Beste. Du willst Ralf nur nicht begegnen, ne? Nein, natürlich nicht. Ja, oder wir bleiben hier, es wird doch eh bald dunkel. Wo ist Ralf? Er kennt die Wetterdaten, er wusste, wie es wird. Hätte sich beeilen müssen, absteigen. Aber wir sind ihm nicht begegnet. Du machst dir Sorgen um ihn? Ja, du nicht, oder was? Glaubst du, ihm ist auf dem Rückweg was passiert? Okay, pass auf. Mach deinen Rucksack leer, wir nehmen das Zelt mit. Okay. Und dann suchen wir ihn weiter. Ist ja durchaus möglich, dass er zu den neuen Stationen ist, um die neuen Sensoren einzustecken, oder? Ja. Und dann hat ihn das schlechte Wetter überrascht. Wir machen so viel Strecke wie möglich. Wenn ihm was passiert ist, ist er schon ziemlich lange alleine draußen. Komm, Freunde, es wird dunkel, es wird übel, es wird spät und langsam wird fürs Fliegen kritisch. Da geht's hin. Was ist los mit euch? Seit wann gibt's so klare Ansagen für mich? Das macht überhaupt nichts, wenn es schnell geht, ausnahmsweise. Ja, das muss es sogar, weil wie gesagt, langsam wird's kritisch. Seitenlage. Das hatten wir doch mal in der Schule. Hilf mir, Lukas! Wir krepieren hier, oder? Wir sterben. Niemand wird uns jemals finden. Du sollst mir helfen, Lukas! Sie suchen uns. Das sind Bergretter. Sie werden uns finden. Glaubst du, Ralf ist hier lang gekommen? Naja, er ist von der Hütte aus abgestiegen. Er ist uns nicht entgegengekommen, ich denke schon. Wir sollten... aufgeben. Nein, Unsinn, nein, nein. Aber in der Nacht können wir nichts ausrichten, Franka. Lass uns das Zelt aufbauen. Wir bleiben hier, es geht jetzt nicht weiter. Verschwenden wir nur unsere Zeit. Hier ist niemand, Andreas. Wir müssen hier weg. Franka Meinert war hier. Die Frau von heute Morgen? Ja. Und zwar wahrscheinlich mit ihrem Mann. Also stimmt deine Theorie? Das ist keine Theorie, das ist eine Spur, und zwar die einzige. Aber wir sind den Weg rauf und runter geflogen. Da war nichts und niemand. Ja, weil die Meinerts den Trembacher auf einer anderen Route suchen. Dann wissen die Meinerts mehr als wir. Lass uns das mal rausfinden. Nein, 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 nein. Wir müssen runter zu den anderen. Wir sind doch viel zu weit weg vom Suchgebiet. Wo der Trembacher ist, da sind auch die Kinder. Du hast den Typen doch nie gesehen. Du hast ein albernes Papier, mehr nicht. Wir haben eine Spur. Jede Gruppe hat ihr Pensum, also los! Jetzt verlieren wir keine Zeit mehr. Tobias, es wird dunkel. Und nachts fliegen kann ich überhaupt nicht, also. Wo es zu Fuß machbar ist, da wird's getan. Aber alles andere ist zu gefährlich. Was? Zu gefährlich? Zu gefährlich? Das ist zu gefährlich für Hannah und Lukas, ja? Sag mal, kapiert ihr überhaupt noch irgendwas? Glaubst du eigentlich, wir machen uns keine Sorgen um die Kinder? Glaubst du, wir haben keine Angst um die beiden? Ist mir vollkommen egal, was ihr macht. Ich suche jetzt hier weiter. Du bleibst jetzt hier bei uns.
Du hast Verantwortung. Wir sind Profis. Das sagt mir genau der Richtige. Ich sag's dir aber auch. Das weiß jeder hier. Du kannst jetzt nichts machen, Tobias, und das weißt du. Ihr wisst aber genau, was das bedeutet. Die ersten Stunden, verstehst du? Die ersten Stunden sind entscheidend. Und danach sinken die Chancen gegen null. Wir haben Chancen. Okay, wir kriegen das hin. Komm, wir schaffen das. Alle. Wir brechen ab. Abbruch! Zurück! Passt auf! Okay. Wir gehen zurück! Scheiße. Wir haben schon lange nicht mehr zusammen gezeltet, hä? Wir haben gar nichts mehr zusammen gemacht. Für mich da. Als ich so krank war. Als meine Mutter gestorben ist. Du hast mich nie allein gelassen. Aber in den letzten Jahren. Ich war so einsam. Ich war so allein. Nein, Franka, mir tut's leid. Was machst du hier? Wir können erst morgen früh weitersuchen. Ist das alles? Jetzt verbringen wir eine gute Nacht, oder wie hast du dir das vorgestellt? Emily? Ich würde dir so gerne erklären, dass ich dir meine Kinder nicht anvertrauen darf. Danke, das habe ich schon verstanden. Es tut mir so leid. Die Berge haben mir einen geliebten Menschen genommen. Wie kannst du das vergessen? Wie kannst du mich belügen? Wie kannst du die Kinder, wenn denen was passiert ist? Ich wollte mir Mühe geben. Und dass die Kinder mich akzeptieren. Ist das dein Ernst? Hannah und Lukas sind verschwunden. Tobias, bleib doch da. Er bewegt sich nicht. Was machen wir denn jetzt? Wenn du dich auf meine Schultern stellst? Das
hältst du nicht aus, Lukas. Das halte ich nicht aus. Auf meinen Schultern kannst du dort oben mit ausgestreckten Armen vielleicht Halt finden und hochklettern. Emily, beruhig dich, bitte. Wie soll ich mich beruhigen? Ihr habt die Suche nach Hannah und Lukas eingestellt. Es gibt Regeln, an die müssen wir uns halten. Warum ist Tobias nicht bei dir? Ich verstehe euch nicht. Hannah und Lukas sind verschwunden und Tobias tut nichts, gar nichts. Habe ich mich so getäuscht? Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Hör zu, wo es geht, suchen wir auch in der Nacht weiter. Das ist der größte Einsatz seit Bestehen der Bergrettung Ramsau. Und nicht, weil ich ihn ausgerufen hätte, sondern weil es ein Unglück ist. Ein Unglück, das uns alle betrifft, Emily. Und ein Unglück, für das niemand etwas kann. Und Tobias am allerwenigsten. Wir finden Hannah und Lukas. Ja. Ich jetzt machen. Jawohl. Red mit Emilie! Prost. Wie ein Schlosshund. Ich habe meinen Tobias noch nicht weinen sehen. Nicht als Kind und erst recht nicht als Mann, nie. Ist das der Ring von deiner Frau? Das ist ein Familienerbstück. Hatte schon meine Großmutter. Tobias will um Emilies Hand anhalten. Darum hat er zuvor die Kinder gefragt. Das musst du selbst du begreifen. Weißt du, was das ist? Das ist edel. Prost.
Reinhard, guten Morgen. Was machen Sie hier? Das ist ein Sucheinsatz der Bergrettung Ramsau. Wir brauchen Ihre Hilfe. Dringend. Jetzt. Wieso? Sie suchen Ralf Trembacher, richtig? Wir auch. Also, wo ist er? Und welchen Weg hat er genommen? Wo sind die Messstationen? Wo hat er die aufgestellt? Ja, meine Güte, da gibt es sicher Möglichkeiten, je nachdem, ob er runter ins Tal ist oder wie viele Messstationen Ralf ausnehmen wollte. Sie haben kein genaues Ziel? Keinen Plan? Scheiße! Also, hier verliert sich seine Spur. Von wem? Ja, von meinen Kindern! Angenommen, Ralf Trembacher war dort. Wo ist er jetzt hin? Was, Ralf war dort? Dann sind wir doch hier völlig verkehrt. Wo sind denn dann die Messstationen? Das wäre gibt's nur eine Möglichkeit hier. Was, Ralf? Man steigt doch ab. Wieso sollte der Kerl mit den Kindern aufsteigen? Voll rein ins Unwetter. Da war eine unserer ersten Messstationen unterm Felsvorsprung. Unterm Felsvorsprung? Von oben nicht einsehbar. Nein, wir haben uns da immer verkrochen. Ja, wenn das Wetter schlecht geworden ist. Okay, Sie kommen mit. Los. Was zusammen, hier ist Schluss. Wer da reinfliegt, der kommt nicht mehr zurück. Das ist harmlos. Wie bitte? Was ich dir sagen, das schaut böse aus. Der Wind aus Nordwesten und die Temperaturdifferenz zum südlichen Talbereich hin bedingen die Sogwirkung der unteren Schichten. Was? Es sieht böse aus. Sieht aber talwärts ab. Das weiß ich seit 2 Tagen. Auf das Gequatsche soll ich mich verlassen, statt auf das, was ich gelernt habe. Na gut, was soll's. Zur Not habe ich ja Scheibenwischer, oder? Lukas! Lukas, Sie sind da! Hörst du mich? Lukas, Sie sind da! Unsere Messstation war genau da. Das war ein perfekter geschützter Unterstand. Mein Gott. Runter. Hol deine Kinder. Rucksack. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Langsam, ja? Was soll das jetzt?
Wir nutzen die Zeit. Es dauert ein bisschen, bis sie hochkommen. Lukas! Hier! Es tut mir so leid, Lukas! Ich komm runter! Hanna! Ich komm runter! Lass mich mal, falls mit ihr was ist. Geht's? Okay. Oh, okay. Oh, Scheiße, tut mir leid. Ist okay. Okay. Ich hab ihn. Okay. Hey. Hey, alles klar? Hast du irgendwo Schmerzen? Ja, dem geht's gut. Komm her. In guten wie in schlechten Zeiten. Wir schaffen das.